Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal. Ja, letzte Folge war die allererste Folge. Wie gesagt, ich habe immer noch keine Ahnung, wie das Projekt so bisher ankommt. Ich meine, ich nehme es im Voraus auf, komplett. Wenn ich weiß, was es hier Portal ist und sich die erste Folge noch nicht angeschaut hat, ich merke, ich habe ganz widerliche Bewegungen. Ja, aber ich glaube, das geht. Also, kurze Zusammenfassung. Waren auf Versauftour mit dem lieben Streetinger. Haben uns dann irgendwie getrunken, ja, angemeldet. Dürfen jetzt lustige Tests machen mit dieser Portalkanone, wo wir zwei Portale setzen. Also, der sagt, ein Portal erstmal setzen. Das ist nur ein Portal. Dann zweites aktiviert. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Okay, also wir dürfen diese lustigen Tests machen und wie ihr gerade mitbekommen habt, sind die lustigen Warnsignale zu unserer Sicherheit deaktiviert. Okay, also wir müssen multidimensional denken, wie auch schon in der ersten Folge. Ich würde ganz ehrlich empfehlen, die erste Folge anzuschauen. Und naja, okay. Es kommt mir einfach vor, dass ich glaube, da muss das Portal hin, dass diese Energiekapsel da durchstieg, dann hier rauf. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Oh, das war easy. Und da sind wir. Hallo, hallo, hoho, hallo. Kann man eigentlich noch was sehen? Ja, da ist es heiß. Scheiße. Ah, sehr schön. Aber ich sehe auch hier keinen, der uns beobachtet. Also ich sehe da nur leere Stühle. Vielleicht sind die gerade über Kameras am Zuschauen. So, nächste Testkammer geschafft und weiter geht's. So, ich muss mal schauen, wann ich das Ganze überhaupt freischalte. Also wann ich das mache, ob ich das wirklich zu Beginn von meinem Praktikum mache oder später. Ich weiß es noch nicht. Ladebildschirm, tralala. Einmal schnell einen guten Schluck getrunken und einen wundervollen Mehrfruchtgetränk mit Himbeer-Brombeer-Geschmack. So. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Was? Ich will da nicht in die Gülle rein, schätze ich. Okay. Ich schätze mal, das muss man jetzt ein bisschen tricksen. Warten, bis sie dann da durch ist und dann abprallen lassen. Ah, das sieht gut aus. Sehr schön. Jetzt können wir dann hier drauf. Machen wir noch da ein Portal. Und ganz vorsichtig warten. Alter, das muss auch hier giftige Dämpfe verursachen. Ich will hoffen, dass hier viel Dunstabzug ist oder sowas. Gefällt mir nämlich echt nicht. Alter. Ich habe keine Ahnung, was das für eine giftige Gülle ist. Sieht auf jeden Fall nicht lecker aus. Sieht aus, als hätte ein Künstler irgendwie all seine Farben da reingeschüttet. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ach so, sehr schön. Danke. Als hätten wir da drin schwimmen können, oder wie? Ich bezweifle es. Sah vor allem sehr zähflüssig aus. Ich weiß mal, schwimmen konnte man da eh nicht. Alle müssen zu untergehen. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Ist unmöglich. Mal
Würfel, das sind die hier hin. Da durchschießen können wir nicht. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Hallo? Wir können jetzt einfach den Würfel nehmen. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Alternativ hätte ich einfach gesagt, können wir noch hier ein Portal hinsetzen. Ich verstehe es nicht und das ist mir auch egal. Es gab zwei Möglichkeiten. Aufzug ist da. Ah, ich liebe Portal einfach von der Logik und vom Humor. Entschuldigung. Ich habe teilweise immer noch so ein paar Booster, also ich kann es mal gerade sagen. Ich nehme das ja ungefähr zu dem Zeitraum auf, wo Streetiger bei meinem Direwolf Let's Play dabei war. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch am Laufen ist oder schon vorbei ist. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Impulse. Kann man das nochmal bitte abspielen und vielleicht in langsam und verständlich und ohne Bugs? Also hierauf können wir ja wohl eindeutig nicht, aber ich habe schon gesehen, dass ein Portal ist. Ah, ich setze mal das gleiche wie eben. Also wieder gerade im Vorraum. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Okay, also wenn wir jetzt wieder schnell reingehen, drehen wir uns und... Ich frage mich, wie wir gerade so gelandet sind, aber okay. Hätten wir nicht voll Kanne mit dem Kopf aufreiben müssen? Irgendwie ja. Alter, wir sind schon in Testkammer 8. Oder war das schon 9? Ah, sehen wir jetzt. Ich brauche auf jeden Fall jetzt wieder eine 10-Minuten-Folge draus. Also ich glaube, hier muss ich 10-Minuten-Folgen machen, ansonsten ist es viel zu schnell vorbei. Sehen wir jetzt, in welcher Testkammer wir sind. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Der? Aber erstmal. Wichtiger Testapparat zerstört. Ah, ich weiß nicht. Okay. Okay, jetzt haben wir das aber schon. Aber ordentlich hänge ich jetzt hier. Kann mich eigentlich jetzt treffen? Nö, ich fliege einfach durch. Ich schätze mal, jetzt muss ich einfach nur warten, bis diese Kugel da hinten bleibt. Ich bin mir nicht sicher. Das ist auf jeden Fall das Logischste. Aber was ist schon in diesem Spiel logisch und was nicht? So, jetzt dürfte die dagegen knallen. Okay, das dürfte jetzt ausgeschaltet sein. Neues Portal. An der falschen Stelle. Aber was wir mal machen können.
Warte mal, das ist noch eine Karte. Portal Gun, können wir die jetzt auch aufnehmen? Wollen wir dann so Double in so beiden nennen, oder wie? Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Ah. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort 4. Okay. Das Tor ist so, also wenn wir zwei Portale schießen können. Eins da und eins da, dann sollte das jetzt easy going sein. Boah, die Musik ist cool. Ist ja cool. Zwei Portale. Boah, das habe ich damals gemacht. Jetzt kann ich es auch hier machen. Warte, warte mal. Geil. Mache ich nochmal. Ey, das hat Bock gemacht. Das war lustig. Das sah geil aus. Oh, wir sind hier schon bei knapp 12 Minuten. Würde ich sagen, dann beende ich jetzt schon mal hier die Folge. Was ist schon mal? Schon sogar länger als erwartet. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Portal. Bis dahin, tschüss.